ich hätte es anders gemacht, aber egal. Los, jetzt kannst du dich befreien. Ich schneide die Seile durch. Auf zwei dieser Plattformen befinden sich noch... Ja, dann mach was dagegen, Fenton. Und immer die schöne selbe Animation. Oder? Wartet. Ist schon immer dieselbe, oder? Jupp, ist immer dieselbe Animation. Da hab den Fickler wieder mal gespart. Los, renn weg. Bleibt stehen! Das Ganze ist nur ein Hirngespinst. Verdammt! Leutnant, wir beenden diesen Spuk jetzt. Folgen Sie mir, wir sprengen die Stelen. Dann können wir die Felder kontrollieren und diesem lächerlichen Schauspiel ein Ende bereiten. Habt ihr denn auch genug C4? Das ist damals noch gar nicht gab. Frau Gräfin! Mutig. Dumm, aber mutig. Mut ist nur vonnöten, wenn man sich einer Aufgabe nicht gewachsen sieht. Epischer Kung-Fu-Matrix-Kampf, los! Schlammschlacht. Wollen wir dem vorlauten Fräulein mal Manieren beibringen? Wobei bei der Gräfin leider wird das auch deine letzte sehen. Lektion sein. Das ist nicht Matrix-mäßig. Naja, ein bisschen. Eher Kung-Fu-mäßig. Was jetzt? A drücken? B drücken? Keine Ahnung. Aggressiv. Ah, okay, wir können sogar. Cool. Aggressiv natürlich, wir sind Kim! Wir haben voll die Aggro. Tritt dir in den Allerwertesten. Nicht übel zugegeben, aber jetzt ist Schluss mit diesen Spielchen. Vorsichtig angreifen, zurückweichen. Vorsichtig angreifen. Ob das irgendeinen Unterschied macht, ob wir gewinnen oder verlieren? Oder gibt es vielleicht verschiedene Enden? Keine Ahnung. Aggressiv, losgehen! Endlich auf. Du bist böse. Eher sterbe ich. Los, Kim. Soll das aggressiv sein? Für was habe ich dich all die Jahre trainiert? All die Sekunden. Ha, ha, ha. Ich hoffe mal, sie ist tot. Oh mein, so brutal. Das Spiel ist Kim, auch noch ab. Alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Ich habe jetzt die Box nicht da. Ab wie viel Lernen es freigegeben ist. Jedenfalls geht's mir deutlich besser als Frau Gräfin. Ich muss zugeben, das war eine ziemlich beeindruckende Vorstellung. Wusste gar nicht, dass du so kämpfen kannst. Vermutlich kennst du sehr viele Seiten von mir noch nicht. Scheint mir auch so. Vielleicht zeigst du mir ja bei Gelegenheit mehr von deinen verborgenen Talenten. Das hättest du wohl gerne, Paddock. Überrascht dich das? Richard, der Geist. Ich störe euch zwei Turteltauben ja nur ungern, aber unsere Aufgabe hier ist erledigt. Wird Zeit, dass ich mich verabschiede. Ciao, Richard, der Geist. Ich meine, was soll das heißen? Mein Entschluss steht fest. Ich werde bei den Priestern in der Vergangenheit bleiben. Okay, Richard, der Geist. Warum? Nun, ich glaube an einen tieferen Sinn hinter den Geschehnissen in jüngster Zeit. Vieles, das ich gesehen und erfahren habe, lag für mich vor kurzem noch jenseits aller Vorstellungskraft. Uns alle verbindet eine Kraft, deren Auswirkungen wir nicht annähernd verstehen können. Und ich sehe meine Bestimmung darin, den Priestern bei der Wahrung dieses Geheimnisses zu helfen. Ich hoffe, auch ihr werdet in eurer Zeit alles Nötige dafür tun, dass Shambhala ein gut gehütetes Geheimnis bleibt. Die Menschheit ist noch lange nicht reif für dieses Wunder. Versprecht ihr mir das? Wir kümmern uns darum. Versprochen. Ich danke dir, Fenton. Pardon. Vor allem für das, was du auf dich genommen hast, um mich zu finden. Ich werde dir das niemals vergessen. Dein Entschluss steht wirklich fest? Hast du dir das auch gut überlegt? Ja, Fenton. Ich hoffe, du wirst das irgendwann verstehen. Du bist mein bester Freund, Richard. Und deine Entscheidung bedeutet, dass wir uns wahrscheinlich niemals wiedersehen werden. Es fällt mir verdammt schwer. Aber ich respektiere es und bewundere deinen Mut. Danke. Nun wird es aber Zeit. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Passt auf euch auf. Leb wohl, Richard. Bye, Richard. War schön mit dir. Was war das denn? Wohin ist Richard verschwunden? Das ist etwas kompliziert. Ich erkläre dir das am besten auf dem Heimweg. Soll das heißen, das war's? Ich denke ja. Abgesehen davon, dass wir uns noch mit dem Schlüsselartefakt zurückteleportieren und dafür sorgen müssen, dass dieser Ort weiterhin verborgen bleibt. Außerdem sollte ich noch kurz in Hongkong vorbeischauen und den verräterischen Gouverneur seiner gerechten Strafe zuführen.
Falls das ein Adjutant Huxley nicht schon erledigt hat. Aber die Suche nach Richard hat dich um die halbe Welt geführt und nun kehrst du mit leeren Händen heim? Tue ich das denn? Wir haben's alle erwartet. Du hältst dich wohl für einen ganz tollen Kerl, Fenton Paddock. Du doch auch, stimmt's? Ich hab's euch schon von Anfang an gesagt. Ende! Okay, Leute, das war's dann wohl. Danke für alle, die das Projekt verfolgt haben. Es waren jetzt knapp 60 Parts, glaube ich, oder mehr sogar. Ich danke auch allen Leuten, die wirklich alle Parts hardcore-mäßig durchgeschaut haben. Und besonders danke ich natürlich den tollen Jungs und Mädels von Animation Arts wie Marco Zeugner oder Martin Meyer oder Michael Dusin oder Stefan Metzger. Für das Design und die Puzzles waren ja auch der Jan Schneider und der Marco Zeugner verantwortlich. Für die Dialoge die Gesine Spindler, für die Geschichte die Claudia Kern und der Marco Zeugner. Und so weiter und so weiter. Hier sind auch noch ein paar Webadressen, wenn ihr sie dann besuchen wollt. Keine Ahnung, was dann kommt. Auf jeden Fall danke ich, wie gesagt, am meisten euch, den Zuschauern und den Abonnenten, dass ihr mich bei diesem Projekt begleitet habt. Ich lasse jetzt noch den Vorspann laufen und wir sehen uns dann bei einem anderen Projekt von mir hoffentlich wieder. Also, ich sag dann nur noch, ciao Leute, bis dann.